Wunderbar. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Wir haben eben in der Session mit Still mal so ein paar kleine Preisschilder gehört, worum es eigentlich bei den Investitionen geht. Aber wir fangen erst einmal an und stellen bitte, bitte mal in ein paar Worten das Haus Dela Gelanden vor. Demjenigen, der Gabelstapler, Baumaschinen und ähnliches, auch Landmaschinen finanziert, kennt Dela Gelanden. Aber es wäre, glaube ich, im Umfeld der Produktionslogistiker, die vielleicht noch gar keinen Kontakt zu ihrem Haus haben, sinnvoll, mal ganz kurz, bevor ihr Vortrag startet, zwei, drei kleine Eckpfeiler einzuschlagen. Okay, dann möchte ich gerne starten, Herr Bachmann. Wir werden gleich noch etwas näher zu der Dela Gelanden-Gruppe bzw. zur Muttergesellschaft eingehen, aber im Großen und Ganzen sind wir ein Leasing-Institut, welches aus Holland kommt, in 30 Ländern vertreten sind und insgesamt so circa 4.500-5.000 Mitarbeiter haben. Wir sind in verschiedenen Bereichen tätig, unter anderem auch in dem Bereich, den wir heute hier besprechen werden, Intralogistik. Da sind noch weitere Bereiche, da gehe ich gleich in der Präsentation kurz drauf ein, wo uns als DHL, wo man uns kennt, aber auch wahrscheinlich auch nicht kennt. Aber das werden wir gleich mal lüften. Okay, wir haben eben so ein bisschen gehört, Hochhubwagen von Still 65.000, der V&A 200.000. Da werden also, auch wenn mehrere Fahrzeuge geordert werden, ganz erhebliche Investitionsgrößen aufgerufen. Im Gegensatz zum Gabelstapler, im Gegensatz zum Bagger sind ja FTS-Systeme doch vielfach ganz spezielle Fahrzeuge, die auf einen Kundenwunsch hin gebaut werden. Und trotzdem ist das Haus Dela Gelanden in der Lage, dort wirklich Leasing-Konzepte anzubieten. Nicht nur eine Finanzierung, sondern auch Leasing-Konzepte. Das stelle ich mir eigentlich bei der großen Produktvielfalt als ein eher schwieriges Werkzeug vor. Wie seid ihr drauf gekommen? Ist das eine Anfrage aus dem Markt oder sind Sie aktiv auf den Markt zugegangen und haben gesagt, das wächst, da müssen wir was anbieten? Das ist eher so die Kombination aus beiden. Ja. Und besondere Produkte bedürfen besonderer Lösungen. Und im Rahmen unseres Vendor-Leasing-Ansatzes unterstützen wir da auch Hersteller, aber auch natürlich unsere Kunden in den Finanzierungen für diese besonderen Produkte. Das heißt, wir haben das im Vorgespräch schon mal angetestet. Es gibt einmal die Möglichkeit, als Kunde einer FTS-Anlage zu sagen, ich hole mir den Finanzierungspartner DLL ins Boot. Es gibt aber auch, das nennt sich im Fachjargon Captive-Finanzierung. Das heißt, sie treten als, ich sag mal, das Wort darf ich sagen, als Crown Finance auf und in Wirklichkeit steckt Dela Gelanden dahinter. Das wären aber auch Methoden und Möglichkeiten, die im FTS-Bereich durchaus denkbar sind. Ich rede jetzt nicht von dem Vorgängerunternehmen, aber FTS-Hersteller Bachmann Finance wäre im Prinzip eine Dela Gelanden-Lösung, die man captive dem Kunden auf den Tisch legt, damit er offiziell einen Ansprechpartner für Technik und für Finanzierung hat. Absolut richtig. Wir haben den Ansatz einmal über die Key Account oder die Direktkundenansprache, unsere Geschäfte darzustellen, wofür ich in Deutschland stehe und gleichzeitig meine Kollegin Berit Schwager für den Bereich Händler und Wertschöpfung, das Vendor-Leasing, so wie wir es nennen. Von daher genau, wie Sie gerade richtig angesprochen haben, wir haben zwei Wege. Endkunden können uns ansprechen, aber auch sicherlich Partner im Bereich Hersteller und Händlerbereich. Super. Auch hier wieder der Hinweis ganz kurz, bevor wir jetzt Medias in Res gehen, über das Fragetool können jederzeit Fragen in den Chat gestellt werden. Nach dem Vortrag gehen die beiden Experten natürlich mit uns ganz klar in die Breakout-Session. Hier kommt ein technischer Hinweis von der Regie. Da muss ich noch ganz kurz gucken, worum es geht. Aber wir werden, was ist los? Kurze Bitte an die beiden Referenten. Könnten Sie Ihre Lautsprecher etwas leiser stellen? Wir haben hier ein starkes Echo oder ein sehr unangenehmes Echo, was wir im besten Falle vermeiden könnten. Dass hoffentlich die Lautsprecher ein klein wenig runterdrehen und dann haben wir mit der Tonübertragung. Okay, erledigt sich da. Vielen Dank an unseren Regisseur Christoph Asmus. Die Sache ist geklärt. Wunderbar. Ich schlage vor, wir starten mal mit der Präsentation, damit wir einfach alle mal hier im Plenum auf einen Level kommen, wo wir sagen können, jawohl, wir blicken ein kleines bisschen durch und dann kommen die Fragen, denn wir werden sicherlich sehen, dass der ein oder andere doch noch mit dem Thema ein bisschen Rückfragen hat. Das ist ja nicht einfach so, drei Kästchen ankreuzen, Unterschrift und die Sache läuft. Ich schlage vor, Sie beiden starten mit der Präsentation und wir legen danach los und gucken, was sich im Fragepool alles getan hat.
Sehr gut. So, zunächst einmal vielen Dank nochmal, Herr Bachmann, im Namen der DLL, dass wir hier zu dem Thema FTS und Leasing unseren Beitrag halten dürfen. Ich möchte gleich starten mit einem kleinen Video hinsichtlich der DLL. Im Anschluss möchte ich explizit auf unsere Dachregion eingehen und ein paar Worte zu unseren Geschäftsfeldern verlieren, bevor meine Kollegin Berit Schwager explizit auf das Thema Leasing und FTS eingeht. Nach unserer Präsentation, wie Sie gerade auch schon richtig sagten, stehen wir gerne für Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung. Wenn in diesem Sektor vielleicht eben kurz, genau. In over 50 years, we have grown from a small local Dutch consumer credit company to the global financial solutions partner we are today. And although we currently have more than 4,500 employees working in over 30 countries around the world, it's quite possible you haven't heard about DLL until now. This has probably to do with the various ways we do business. Some of our customers and partners do business directly with us as DLL. But it's also possible that you do business with one of the well-known brands we partner with and for which we provide fully integrated financial solutions under their name. We have solid partnerships with manufacturers, dealers, and distributor networks around the globe that make use of our financial expertise to better serve their customers. We believe leasing is not a commodity. It makes a difference in a world that moves from ownership to usage. And we create mutual progress by looking beyond today. Today, we work in 9 specialist sectors, providing original, integrated financial solutions that enable you to use the assets you need to run your business. Putting the right tools into the right hands, as we like to say it. For many years, we were known as De Lagerlande, a name that was hard to pronounce to anyone but the Dutch. De Lagerlanden? De Lagerlanden. De Lagerlanden. De Lagerlanden. Today, our brand name is a more global one, DLL. But don't let our global brand name fool you. Although we think global, we are also a local partner. Because above anything else, we believe that doing business together starts with speaking the same language, your language. Hallo, hier nochmal die Technik. Bitte links oben auf das Mikrofonsymbol klicken. Da müsste dann nebendran ein grüner Punkt leuchten. Ich musste sie eben leider ausschalten. Ja. So, jetzt müssen wir mich hier hören können, richtig? Ja, richtig, genau. Perfekt. Ihre Kollegin fehlt noch. Links oben das Mikrofonsymbol. Unter der Kamera. Da einmal draufklicken, bitte. Dann fahren Sie schon mal fort, Herr Menzing, ja, und die Frau Schwager holen wir gerade noch mal neu rein. Gut. Wie in dem kleinen Video gerade bereits erwähnt, sind wir ein niederländisches Unternehmen mit Hauptsitz in Eindhoven und seit über 50 Jahren in der Finanzierungsbranche tätig. Wir sind eine 100%ige Tochter der niederländischen Rabobank-Gruppe und die Dachregion haben wir aus unserem Büro in Düsseldorf, wie Sie hier oben links auf der Präsentation sehen können. Aktuell beschäftigen wir dort 425 Mitarbeiter und verwalten ein Portfolio von ca. 4 Milliarden Euro, Neugeschäftsvolumen ca. 3 Milliarden pro Jahr, mit Kunden und Partnern, die auch bereits in den Geschäftsfeldern genannt worden sind. Zusammen mit unserer Muttergesellschaft haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir unser Portfolio weiter ausbauen wollen. Und somit kann es durchaus sein, dass wir jetzt noch 425 Mitarbeiter sind, aber durchaus Tendenz steigend, also neue Mitarbeiter suchen werden und auch unser verwaltetes Portfolio ausbauen wollen. Auf dieser Folie sehen Sie auch noch von uns definierte Unternehmenswerte, die wir in der täglichen Arbeit intern,
aber auch extern mit unseren Partnern leben wollen und umsetzen möchten. Sofern wir hier den Zuhörern internationale Kunden haben oder Händler oder Partner haben, hierbei eine grobe Übersicht über die Länder, in denen wir als DLL unsere Finanzierungsangebote anbieten können. Hier kann es durchaus sein, dass noch jedes Jahr neue Länder aufgrund unserer Rabobank-Muttergesellschaft, aber auch durch neue Partnerschaften Länder dazukommen können. 30 Länder sind es aktuell, Tendenz eher steigend. Von daher globale Präsenz, die wir haben, die wir auch gerne unseren Partnern zur Verfügung stellen möchten. Meine Kollegin Berit Schwager und ich, wir sind in dem Geschäftsbereich Construction, Transportation, Industrial tätig. Hier haben wir Ihnen mal eine Übersicht zusammengestellt, welche Objekte dort von uns finanziert werden. Sie sehen oben links den Bereich Bauwirtschaft, der sehr stark von uns in Deutschland vertreten ist. Dort sind zum Beispiel Radlader etc. aufgeführt oder Minibagger, die wir dort finanzieren. Wir haben das Transportwesen, dort sind LKWs und Auflieger, die Objekte, die dort finanziert werden. Im Bereich Fuhrfördertechnik sprechen wir speziell von Gabelstaplern. Hafenumschlag sprechen wir von Reedsteckern, Containerpickern. Im Bereich Bodenabfertigung geht es hier, und das wird hier auch dargestellt auf dem Bild, auch um Flughafen und Bodengeräte, die dort eingesetzt werden. Im Abfallmanagement sprechen wir sehr stark von Schredder, aber auch Förderanlagen. Öffentlich Verkehr, hier gut dargestellt, spricht in erster Linie die Busse an und von daher auch die Elektrobusse, die dort sehr starken Zuwachs bekommen. Der Industriemaschinenbereich und der Intralogistikbereich ist der Bereich, wo wir vor allem in den nächsten Jahren wachsen wollen. Industriemaschinenbereich umfasst CNC, Bearbeitungsmaschinen in erster Linie, und im Intralogistikbereich, wo wir gleich auch im nächsten drauf eingehen werden, da sprechen wir vor allem von FTS, von Verpackungsanlagen etc. Meine Kollegin wird jetzt nächsten speziell auf das Thema Intralogistik und auch unser Thema heute FTS und Leasing eingehen. Als erwähnt, im Nachgang können Sie uns gerne Fragen stellen oder Anregungen geben. Berit? Ja, das Thema Intralogistik. Ein ganz spannendes und bewegendes Thema. Und was Unternehmen zu diesem Thema bewegt, das geht auch aus einem Satz aus dem Industrial Robotics Insight into the Sector's Future Growth Dynamics von McKinsey and Company aus Juli 2019 hervor. Das ist ein Satz, der die Situation sehr treffend formuliert. Im Rahmen einer von McKinsey durchgeführten Umfrage wurden die Teilnehmer gefragt, was sie bei der Einführung von automatisierten Systemen derzeit als größte Herausforderung sehen. Und mit Abstand am häufigsten genannt wurde dabei der enorme Kostenfaktor für die Investitionen in diesem Bereich. Und viele Unternehmen sind angesichts dieser mit diesen Investitionen verbundenen finanziellen und operativen Risiken noch sehr unschlüssig, diese umzusetzen. Wichtig dabei ist es, die entsprechende Wirtschaftlichkeitsanalyse zu erstellen oder aber den Return of Investment zu berechnen. Kommen wir zur nächsten Folie. Die Vorteile der Automatisierung. Gleichzeitig sind das eigentlich auch die Themen, die Branchen dazu haben. Denn die Nachfrage nach diesen Lösungen, die wächst. Und ist die derzeitige Krise ein Katalysator? Unbedingt, denn es gibt einen massiven Bedarf. Und die Frage nach Steigerung der Effizienz, alle Prozesse müssen und sollen beschleunigt werden. Die Schnelligkeit und Flexibilität, denn bei sich immer schneller veränderten Nachfragesituationen muss man einfach schnell reagieren können. Kostensenkung, ein ganz alltägliches Thema. Insbesondere die Kosten für Arbeitsmittel wie Wartung, Bruch, Verschleiß. Das sind immer wieder Themen, die einer Überprüfung wert sind. Und dieser Kostenblock ist einer der größten neben den Personalkosten. Wichtig, in Zeiten von Fachkräftemangel wird es immer schwieriger, die Personallage sehr stabil zu halten. Und ja, bei Standard-Fahr- und Transportwegen, die immer gleich sind, da braucht man heute keinen Fahrer mehr. Das geht automatisch.
Dann kommen wir auch schon zu den sekundären Vorteilen der Automatisierung. Das ist die nächste Folie. Wir haben als Wettbewerbsvorteil, ist es auch immer ein Thema, die Gewährleistung der Geschäftskontinuität. Denn das kann erreicht werden durch weniger Personalausfall oder durch den Weggang von Mitarbeitern, die sich einfach für einen neuen Job interessieren. Und Roboter oder automatisierte Fahrzeuge, die sind nicht krankheitsgefährdet und die wechseln auch nicht den Job, weil er einfach interessanter ist. Sicherheit durch und Kosten, die durch Unfälle entstehen, die müssen immer mehr vermieden werden. Und dann bleibt noch die ganz aktuelle Frage des Social Distancing. Bei der herkömmlichen Kommissionierung arbeiten ganz oft Personen auf engem Raum und wir haben immer strengere Hygieneregeln. Sie sehen also, alle Fragen, die die Unternehmen heute beschäftigen, die finden sich auch als Vorteile der Automatisierung. Automatisierung ist natürlich kein Allheilmittel, nicht für alles und auch nicht für jeden. Aber es ist eine ganz, ganz wichtige Chance, ganz besonders in der Logistik und Lagerhaltung, um auch das Wachstum generieren zu können. Wir bei DLL als globaler Anbieter von Finanzierungslösungen, wir haben uns sehr früh eigentlich mit diesem Thema beschäftigt, weil wir natürlich auch aus diesem Bereich kommen, durch unsere jahrzehntelange Erfahrung aus dem Flurfördertechnikbereich. Und das Thema Logistikautomatisierung lag da quasi nahe. Und wir gehen da in enger Kooperation mit unseren Vendorpartnern und Kunden und können die entsprechende Unterstützung liefern. Und was ist der Schlüssel zum Erfolg? Die Finanzierungslösung für diese Art von Equipment, das sind maßgeschneiderte Komplettlösungen. So eine Projektierung kann bis zu einem Jahr dauern. Und da sind alle möglichen Parteien mit involviert. Vom Kunden natürlich, der Finanzberater, wir als Finanzdienstleister, aber selbst die Wirtschaftsprüfer werden integriert, um diese Projektierung voranzubringen, denn betrachtet wird jedes Detail, das geht von der vorhandenen Immobilie bis hin zu den vertraglichen Situationen beim Kunden. Was finanzieren wir? Das Gesamtpaket mitsamt allen Softkosten, die anfallen. Und die Zahlungen starten erst mit der Inbetriebnahme, und zwar der vollen Inbetriebnahme. Anzahlungen sind nicht nötig. Und somit hat der Kunde sofort die Sichtbarkeit bei den positiven Auswirkungen auf das Betriebsergebnis. Der Return of Investment kann sofort generiert werden. Und sind wir mal ehrlich, damit ist die Finanzdienstleistung für jeden einzelnen interessierten Kunden darstellbar. DLL hat diverse Projekte auf internationaler Basis mit Kunden aus dem Logistikbereich, aus der Lebensmittel-, aber auch aus dem Landwirtschaftssektorbereich bereits umsetzen können. Und da waren wir in Ländern wie Deutschland, Italien, Frankreich, USA, aber auch in Australien aktiv. Ich hatte angesprochen, wir allein in Deutschland sind wir seit über 20 Jahren im Bereich Finanzierung für Flurfördertechnik oder insgesamt Material Handling aktiv und bringen natürlich das nötige Know-how mit. Und auf der anderen Seite haben wir eine ganz, ganz breite Produktpalette für Finanzierungslösungen. Wir bieten da die klassischen Finanzierungen, da kommt dann der klassische Leasingvertrag bis hin zum Fair Market Value Leasing. Bei uns ganz kurz abgekürzt FMV. Und dazu haben wir einen kleinen Film vorbereitet. Wir befinden uns in dynamischen und spannenden Zeiten. Viele Kunden möchten ihre Anlagen nicht mehr besitzen, sondern für die reine Nutzung bezahlen. So wissen Sie, dass Ihre Betriebsausstattung immer bestens gewartet und auch technologisch auf dem neuesten Stand ist. Entscheidend für Ihre Kunden sind Flexibilität und eine beständige Leistung der Anlagen über die gesamte Laufzeit.
Aber das ist noch lange nicht alles. Dank Globalisierung und weltweiter Vernetzung ist die Auswahl an Lieferanten beinahe unbegrenzt. Neue Trends wie die Sharing Economy werden zunehmend beliebter. Kundengewinnung und Kundenpflege werden im digitalen Zeitalter immer wichtiger. Gleichzeitig fordern eine Reihe anderer Aspekte ihre Aufmerksamkeit. Neue Steuer- und Bilanzierungsvorschriften, die Optimierung ihrer Erträge oder auch die Einführung neuer Geschäftsmodelle, die auf dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft basieren. Mit Fair Market Value Leasing können Sie Ihr Produkt- und Serviceangebot für Ihre Kunden erweitern und die Technologien und Entwicklungen hervorheben, die für Sie und Ihr Geschäft erfolgsentscheidend sind. Ihre Kunden profitieren von den neuesten Technologien, wenn Sie Ihre Anlagen nur nutzen, statt besitzen. Sie zahlen einfach einen festen Betrag pro Monat für die Nutzung statt einer hohen Rate über eine lange Laufzeit. Am Vertragsende hat der Kunde die volle Flexibilität. Er verlängert den Vertrag oder erwirbt die Objekte zu einem fairen Marktpreis. Alternativ gibt er das Equipment zurück und steigt auf die neueste Technologie um. Fair Market Value Leasing bringt noch mehr Vorteile. Bieten Sie Ihren Kunden verschiedene Optionen während und nach der Vertragslaufzeit. So stärken Sie Ihre Geschäftsbeziehung und verkürzen gleichzeitig die Verkaufszyklen. Reparatur- und Wartungsvereinbarungen ermöglichen Ihnen zusätzliche Einnahmen. Fair Market Value Leasing fördert aktiv Ihr Gebrauchtgeschäft, denn künftig wissen Sie genau, wann welche Objekte zur Wiedervermarktung zur Verfügung stehen. Fair Market Value Leasing ist nicht völlig neu. In einer serviceorientierten Geschäftswelt ist es aber relevanter als je zuvor. Sichern Sie auf smarte Weise Ihre Kundenbindung und steigern Sie nachhaltig Ihre Erträge. DLL ist der Finanzierungspartner an Ihrer Seite, um gemeinsam mit Ihnen die beste Finanzierungslösung zu entwickeln. Sie müssen nochmal links oben Ihr Mikrofonsymbol anklicken, bitte. Nochmal das Mikrofon links oben einschalten, Frau Schwager. Frau Schwager, nochmal links oben auf das Mikrofonsymbol das anklicken, damit dann nebendran ein grüner Punkt erscheint. Okay, dann holen wir Sie nochmal rein. So, und weiter geht's. Kann man mich jetzt hören? Ja, ja. Ja, Fair Market Value Leasing. Ja, mit dem haben wir natürlich nochmal eine ganz andere Möglichkeit, unsere Kunden zu unterstützen. Und mit jeder Unterstützung für unsere Kunden unterstützen wir natürlich auch unsere Vendorpartner. Und so ein gutes Fair Market Value Leasing kann man am besten in Kooperation mit einem Vendorpartner anbieten. Ja, da treten wir dann auch gerne als Captive auf und nutzen natürlich auch gerne die Erfahrungen unserer kooperierenden Hersteller. Und Finanzierung ist und bleibt nun mal eine der wichtigsten Absatzförderungen. Und von daher ist das eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Die nutzungsbasierten Finanzierungslösungen sind heute gefragter denn je. Ganz besonders in der Industrie und der Logistiksektor wissen ganz genau um die Vorzüge dieser Finanzierungsart. Die Kunden wollen keine Restwertrisiken mehr übernehmen, auch weil sie bilanzschädlich sind. Und sie nutzen natürlich gerne den stetigen Austausch der Maschinen. Immer neueste Technologie, top gewartet durch ihren begleitenden Händler oder Hersteller.
Aber wenn wir ehrlich sind, natürlich gibt es auch hier viel Potenzial, um die Angebotsbreite noch weiter zu vergrößern. DLL arbeitet da intensiv, auch international dran, dass wir die nutzungsbasierten Konzepte noch detaillierter anbieten können. Und wir wollen halt nach wie vor, und das ist unser oberstes Ziel, die Unterstützung unserer Kunden, unserer Vendor-Partner in allen Situationen für jegliches Equipment natürlich bereitstellen. Und damit bedanke ich mich jetzt erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Wir stehen jetzt gerne noch für Fragen zur Verfügung. Und ja, vielen Dank fürs Interesse. So, Herr Bachmann ist wieder zugeschaltet. Das war natürlich ein ganz, ganz, ganz spannender Ritt. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal bei der Namensnennung auf die drei Buchstaben DLL. Okay, ich habe, was ganz faszinierend ist, Sie bieten das einmal Finanzierungskonzepte für den Endkunden an und Sie bieten das über den Hersteller an. Und jetzt gibt es, ich sage jetzt mal, beim Baumaschinengeschäft ist es üblich, da gibt es einen Händler, beim Gabelstapler auch. Beim FTS gibt es den sogenannten Systemintegrator. Ich mache jetzt einfach mal ein fiktives Beispiel. Der Systemintegrator bietet jetzt dem Endkunden eine Verpackungsanlage an, ein FTS-System an, noch Rollenförderer, irgendwelche Industrietore und sagt, das ist das Paket, was ich als großer Systemintegrator dir anbieten kann. Und dann sagt der Kunde, klasse, prima, will ich aber gar nicht besitzen, will ich nur nutzen, mach mir doch bitte mal ein Finanzierungsangebot. Dann kommt der Integrator, ich bleibe bei dem Wort, der Integrator kommt auf DLL zu. Jetzt ist das ja ein ganz komplexes Tun. Sie haben unterschiedlichste Gewerke, unterschiedliche Hersteller. Sie müssen die Anlage ja erstmal bewerten. Der Integrator ruft einen Preis auf und Sie sagen, jawohl, das ist finanzierungs- oder leasingwürdig. Wie arbeitet man sich in so eine komplexe Materie ein, die ja viel, viel, viel weiter auch ins Unternehmen reingeht als der normale Gabelstapler, als der normale Radlader auf der Baustelle? Das ist doch sicherlich ein ganz komplexes Vorgehen, was auch sehr stark von Ihren bisherigen Leasingstrukturen oder Leasingbewertungsstrukturen abweicht. Sicherlich richtig. Also Sie haben ja bei diesen ganzen Lösungen, wo wir sprechen, ja immer keine Standardlösung, wo eine Lösung für alle Kunden gilt. Von daher ist es sehr stark projektbezogen, wo wir dann im Zusammenhang mit dem Kunden oder mit dem Systemintegrator, wie Sie gerade genannt haben, uns austauschen und uns explizit auch mit den Objekten, die dort zu finanzieren sind, auseinandersetzen. Dafür haben wir aber Experten auch bei uns im Bereich, die das schon seit längerem und auch weltweit machen und die sowas einschätzen können. Aber absolut richtig, das sind meistens umfangreiche Projekte, die wir dann in engem Austausch mit den entsprechenden Personen dann auch immer begleiten werden. Und Herr Bachmann, Sie haben da vollkommen recht. Also diese Projektierung, die gehen, da wird auch nicht nur, sag ich mal, der eine Ansprechpartner von DLL genutzt. Da wird unser Asset Management mit einbezogen, da wird unser Finanzdepartment mit einbezogen. Also es ist nicht nur auf Kundenseite, dass da ganz viele unterschiedliche Parteien integriert sind. Das ist auch bei uns so. Denn dadurch, dass das so individuell ist und jedes Projekt unterschiedlich, braucht man da auch einfach so viele Leute, die jeder auf seinem Gebiet dann auch wirklich sehr spezialisiert sind. Das heißt, man muss ja auch sagen, wir haben das ja schon neulich in einem Interview für unsere Schwesterzeitschrift Staplerworld gemacht. DLL ist ja in der Lage, bestimmte Produkte auch nach dem Leasing weiter zu vermarkten. Sie sind ja nicht nur ein großer Finanzierer, Sie können ja viel, viel mehr Service anbieten als der normale Leasinggeber. Aber das hat mich besonders beeindruckt, Frau Schwager, in Ihrer Ausführung, und da bin ich 1000%ig bei Ihnen, die Investitions Unsicher. Der Kunde sagt, ich kenne das Thema FTS nicht, das ist für mich neu. Ich weiß aber genau, wie Sie sagen, ich brauche das, die Dinger werden nicht krank, die fahren rund um die Uhr. Ich muss jetzt aber, wir haben ja eben mal so ein paar Price-Tags von Still genannt bekommen, ich muss jetzt doch relativ viel Geld in die Hand nehmen. Ihr helft mir. Jetzt haben Sie gesagt, ja, eigentlich kann jedes Unternehmen heute leasen, egal wie die finanzielle Ausstattung ist. Jetzt komme ich mal mit so einem ganz bösen Spruch aus meiner Vergangenheit, wo man mir gesagt hat, ja, also Leasing, das geht so wie nur für Leute, die sowieso nur Geld haben. So
sonst kriegst du da gar nichts. Das ist jetzt sicherlich ein bisschen überspitzt, aber vielleicht gucken Sie da noch mal so ein bisschen in dieses Schlagwort rein und sagen, lieber Herr Bachmann, Sie sind kein Multimilliardär mit Ihrem Unternehmen, aber wir finanzieren das trotzdem. Wir haben da eine Lösung. Woher kommt die Aussage? Wie können Sie das untermauern? Klasse, jeder kann heute ein vernünftiges Leasing mit DLL aufbauen. Naja, die Bonität ist natürlich auch trotz alledem irgendwo noch ein Punkt, den wir nicht ganz vergessen dürfen. Ne? Also ein gewisser Bonitätsstandard muss schon da sein. Aber dadurch, dass sowohl das Asset betrachtet wird, als auch der Kunde, als auch die gesamte Struktur des Vertrages, haben wir da einfach viel, viel, viel Möglichkeiten, da wirklich tiefer reinzugucken. Und wenn Sie sagen, ja, Leasing für die, die nichts können. Jedes gute Unternehmen weiß heute, wie wichtig Leasing ist, um die Liquiditätsbasis aufrechtzuerhalten. Na, also eigentlich kann man heute sagen, jeder Mensch, der finanziert, der ist schlau. Ja, denn er weiß ganz genau, mit seinen Liquiditätsströmen umzugehen und wie wichtig das ist. Das operationelle Geschäft ist heute so wichtig, auch nachhaltig auf guten Beinen darstellen zu können. Und machen wir uns doch mal ehrlich, sag mal, die aktuelle Pandemie zeigt uns, wie schnell die Welt auf einmal ganz anders aussehen kann. Und gut dem, der da sich gut aufgestellt hat und vorgesorgt hat, eine Finanzierung für seine Industrieanlage, Produktionsanlage, auch die Hilfsmittel. Ja. Die Banken können die alles unterstützen. So, ganz wichtiger Punkt. Das haben Sie angesprochen, auch eben in den Folien, die mir sehr gut gefallen haben. Natürlich ist der Technologiewandel gerade im Bereich fahrerlose Transportsysteme jetzt noch ein bisschen schneller als bei Gabelstaplern oder Radladern. Die Anlagen drohen vielleicht in 5 oder 6 oder 7 Jahren ein bisschen zu überaltern. Wir haben zwar gehört, dass man die ein bisschen refurbischen kann, aber es ist doch sicherlich besonders lohnenswert, ständig in die neueste Technologie zu investieren. Jetzt machen wir einfach mal das fiktive Beispiel. Der Herr Bachmann hat seine FTS-Anlage heute in Betrieb genommen und nach 6 oder 7 Jahren ändern sich einfach die betrieblichen Anforderungen so stark, dass er mit der heute gekauften Anlage nicht mehr so ganz klarkommt. Jetzt haben wir mal aus dem FMV, aus dem Fair Market Value Leasing gehört, jetzt kann man das irgendwie auch zurückgeben. Wie passiert sowas, wenn der Kunde sagt, ich lease bei euch weiter, aber die Anlage A, die läuft einfach heute auf. Ich brauche was Neues. Wie wird sowas abgewickelt? Wie kann man sowas darstellen? Hat so eine Anlage nach 6 Jahren dann 0 Euro Restwert, weil sie im Weiterverkauf für jemand anders vielleicht gar nicht geeignet ist oder sie zum Zeitpunkt des Austauschs der Anlage gar keinen Käufer oder Weitervermarkter finden? Das stelle ich mir bei FDS-Systemen ja ein bisschen komplexer vor als bei einem 6 Jahre alten Stapler, den ich immer noch irgendwo weiterverkaufen kann. Sie haben ja in dem Konstrukt haben Sie ja 3 Beteiligten. Sie haben aber den Hersteller von den FTS, Sie haben den Kunden und Sie haben uns als Finanzierungsgesellschaft. Und je nachdem, wie die Struktur ist, ob es jetzt ein direkter Endkundenbereich ist, wo wir das Risiko für den FTS am Ende auf unseren DLL-Deckel haben sozusagen, nehmen wir das Gerät zurück und vermarkten die dann selber. Aber sicherlich ist es auch immer wieder ein Dreiecksgespräch zwischen Hersteller, wenn ein Austausch stattfinden soll, um ein Upgrade zu bekommen etc., der auch zwischen Kunde und Hersteller in erster Linie auch erfolgen sollte, um zu sehen, okay, welches Upgrade ist möglich, welcher Austausch ist möglich, wo geht die Technologie hin. Und wenn dann der Kunde am Ende der Laufzeit sagt, okay, wir möchten das Gerät zurückgeben, dann nehmen wir es zurück und vermarkten es über unsere Kanäle oder es geht an unsere Partner, Hersteller, Händler zurück und die vermarkten das an ihren Kanälen. So dass der Kunde eigentlich die Flexibilität hat, egal wie er es macht, Direktgeschäft oder halt auch über unsere Partner, die wir im Hersteller- und Händlerbereich haben. Das heißt also wirklich, das ist im Prinzip von der Wiege bis zur Bahre, da ist ein Finanzierungspartner und der sagt, du, ganz klar, wir wissen, das kann auslaufen, das muss weiter vermarktet werden. Kommen wir mal zu dem Thema, das fand ich sehr spannend, die komplette Anlage kann finanziert werden, aber auch die Softkosten. Wir haben gelernt, dass so eine FTS-Anlage ja nicht morgens bestellt und abends geliefert wird. So ein Projekt dauert ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr, bis die ersten Fahrzeuge wirklich automatisch durch die Halle rollen. In der Zwischenzeit, und habe ich das richtig verstanden, erst wenn die Anlage in Betrieb genommen wird, fängt das Leasing an, fangen die Zahlungen an? Ja,
Richtig. So, ja. Jetzt bleiben wir bei dem Beispiel. Jetzt ist ja im Prinzip ein Jahr lang möchte ja der Hersteller X schon mal so ein bisschen Geld sehen. Der kriegt gleich eine Anzahlung. Dann wird nach weitere 30% werden vielleicht fertig, wenn die ersten Fahrzeuge in der Halle stehen und die letzten 30%, wenn das alles turnkey läuft. Das heißt, auch in diesen ersten 12 Monaten, wo der Kunde mit der Anlage vielleicht noch gar kein Geld verdient, die noch gar nicht richtig einsetzen kann, die beteiligten Systempartner aber schon Geld möchten, da ist dann DLL schon von Stunde Null, wenn die Verträge unterschrieben sind, dabei. Absolut. Also so, wie Sie es angesprochen haben, deswegen auch jetzt jedes Projekt individuell. Man muss sich anschauen, welche Zahlungsströme fließen dort, Abschlagzahlung etc. Und wann wird die Anlage im Endeffekt auch übernommen und wirklich dann aktiviert vom Kunden und wann kann er auch damit Geld verdienen, in Anführungsstrichen. Und dementsprechend, das schauen wir uns komplett in diesem ganzen Projekt an, mit Hersteller, mit Kunden. Und dann stimmen wir dementsprechend auch die Zahlungsströme in den Verträgen mit ein. Das ist also im Prinzip so ein Rundum-Sorglos-Paket. Der Kunde hat sich jetzt einmal für Automatisierung entschlossen. Die Frage ist, gehe ich recht in der Annahme, dass in der heutigen Zeit, wo Automatisierung aufgrund der Pandemien immer größeres Thema wird, die Anfragen zu Automatisierungsfinanzierungen größer und stärker und intensiver werden? Haben Sie dort explizit wirklich mehr FTS-Anfragen als, bleiben wir mal beim konventionellen Gabelstapler? Der Bedarf ist nach wie vor da. Es ist leider, was ich auch erwähnte, zu wenig Unternehmen beschäftigen sich noch ernsthaft mit dem Thema. Einfach aus den Gründen der hohen Investitionskosten. Aber wir sehen zusammen mit unseren Vendor-Partnern, dass der Bedarf stetig wächst. Und sagen wir mal, haben wir uns vielleicht vor 3 Jahren noch mit einem so einem Projekt pro Jahr beschäftigt, haben wir jetzt natürlich die Anfragen auf mehrere. Nur wir können natürlich jetzt auch nicht 50, 60, 70 Projekte im Jahr damit begleiten. Also das würde auch unsere Kapazitäten, selbst wenn wir global aufgestellt sind, einfach überfordern. Von daher, das muss sich auch immer mehr Schultern verteilen. Aber ja, der Bedarf ist da und auch wir sehen mehr Anfragen dazu. Und auch aus den unterschiedlichsten Branchen. Also es ist jetzt kein reines Logistikthema, wie wir erwähnten. Na, die Lebensmittelindustrie hat da genauso Bedarf wie auch der landwirtschaftliche Sektor. Okay. Da kommt schon aus dem Chat eine Frage, was passiert, wenn die Anlage, also die FTS-Anlage, nach der Abnahme, / Übernahme durch den Kunden, nicht richtig funktioniert? Da wollen wir jetzt mal alle beteiligten Unternehmen, die auch hier beim Talk dabei sind, natürlich ausschließen. Aber das sind komplexe Systeme. Die Anlage wird am 1. Januar übergeben. Jetzt stellen wir am 5. Januar fest, ist jetzt doch noch einiges zu tun. Was passiert dann für den Kunden? Was passiert für den Lieferanten? Was passiert für DLL? Letztendlich ist es ja so wie bei jedem anderen, ob Gabelstapler, Radlader oder wie auch immer. Na, wenn die mal, wenn es kommt darauf an, wie sehr beeinschränkt die Nutzung ist. Na, aber ist die Anlage nicht nutzbar, kann der Kunde sie nicht abnehmen und in dem Moment muss er natürlich auch noch nicht bezahlen. Weil mit einer nicht einsatzfähigen Anlage geht nun mal nichts. Und dann sind natürlich die Hersteller gefragt, und in Kooperation mit allen Partnern, ne, sag mal, die Fehlersuche muss natürlich auch zusammen mit dem Kunden starten, suchen wir mit allen Parteien nach der Lösung, um so schnell wie möglich dem Kunden die absolut betriebsbereite Anlage zur Verfügung zu stellen. Super, okay, macht Sinn, ist verständlich, klar, wenn es nicht richtig läuft, gibt es auch keine finale Unterschrift vom Kunden. Genau. Eine Frage, die Sie in der Finanzierung von Bau- und Landmaschinen jeden Tag gestellt bekommen, ich nenne mal einen Namen aus der Landmaschinenbranche, ein John Deere Traktor ist relativ einfach zu finanzieren, das ist der Weltmarktführer, der wird auf jeder Ecke der Welt gerne gekauft. Viele fahrerlose Transportsystemhersteller drängen auf den Markt, haben vielleicht noch ein etwas unbekannteren Namen. Wie beurteilt denn DLL dieses doch noch zurzeit sehr dynamische Marktgeschehen und wie werden die Risiken jetzt eines neu auf den Markt kommenden Partners, eines FTS-Anbieters bewertet, von dem Sie ja vielleicht gar nicht sicher sein können, ob der am Ende der Lebensdauer der Anlage überhaupt noch am Markt ist?
Da haben wir extra Experten bei uns, die die Objekte natürlich beobachten und auch die Entwicklung und auch die zukünftige Technologie im Auge behalten. Und wir schauen da genau rein und versuchen herauszufinden, wo geht der Weg hin. Und wie Sie es richtig ansprechen, sicherlich ist es so, dass viele Neuerungen auf den Markt kommen. Das eine oder andere setzt sich durch, das andere oder andere nicht. Aber generell schauen wir uns den gesamten Markt an mit unseren Experten und auch im Zusammenhang mit unseren Kunden. Ist ein Mehrwert dieses Objekts auch wirklich für den Kunden, ja, für uns sichtbar? Macht es Sinn, für den Kunden da zu investieren? Und dann ist so ein Projekt darstellbar. Und wir schauen natürlich dann auch weiterhin nachher bei der Verwertung auch am Ende der Laufzeit. Wie ist es weltweit? Ist der Bedarf noch da? Wo gehen die Objekte hin, etc.? Somit haben wir nicht nur die Objekte im Auge, sondern auch die Entwicklung und auch natürlich, ich sage mal, durch unsere globale Präsenz auch die Bedarfe in den einzelnen Ländern. Dass wir daraus, aus diesem Mix heraus, durch unsere Experten schon schauen können, wo geht die Reise hin. Super. Nächste Frage aus dem Chat. Ganz spannendes Thema, weil Sie eben schon auf die 30 Länder abgehoben werden. Bietet DLL globale oder nur lokale Verträge für das FTS-Leasing an? Das kann man sich ja gut vorstellen. Ich sage jetzt mal, das Unternehmen Pfizer-BioNTech hat weltweit seine Produktionsstätten, die jetzt mit einem FTS-Hersteller vielleicht weltweit bedient werden sollen. Jetzt sagen die natürlich, du, die Anlage in Australien, in Amerika, in Mexiko, in Deutschland, in Norwegen, die kriegen die gleiche Anlage, die kriegen die gleiche Technik. Wir haben natürlich unterschiedlichste Bilanzierungs- und steuerrechtliche Geschichten. Ihr müsst unser Partner werden. Geht das? Bereitet das Kopfzerbrechen oder breiten Sie beide die Arme aus und sagen, klasse, auf den Kunden haben wir gewartet? Nein, also da ist speziell mein Bereich, der Key Account Bereich, genau richtig, weil dort haben wir internationale Kunden, die in verschiedenen Ländern tätig sind und die für verschiedene Länder auch eine Lösung wollen. Und gerade da sind wir in der Lage, durch ein internationales Team, was wir haben, mit den Kunden Lösungen, Master Agreements zu finden und dann in den einzelnen Ländern auch diese Objekte zu finanzieren auf den regionalen Bedingungen, die dann vor Ort auch stattfinden in den Ländern. Von daher, nein, da haben wir keine Angst mit und das ist auch gerade das Steckenpferd, was wir haben im Key-Account-Bereich, dass wir international die Möglichkeit haben, für diese großen globalen Player Finanzierungslösungen in den einzelnen Ländern anzubieten, über die gesamte Bandbreite der Produkte, die wir haben, an Finanzierungsprodukten, aber auch an Objekten, die wir finanzieren. Okay, das gehen wir mal ganz kurz einen Schritt zurück. Wir haben eben hat Berit Schwager von der Bewertung gesprochen, des Kunden, der Technologie, der Möglichkeiten. Das kann aber doch im Umkehrschluss auch heißen, dass Sie sagen, sorry Leute, bei dem Projekt können wir als Partner nicht aktiv werden. Es gibt doch vermutlich Konstellationen, die aus Ihrer Sicht dann nicht mehr finanzierungsfähig sind. Ich will jetzt keine Namen, keine Branchen nennen, aber bis jetzt klingt das immer alles ganz toll, ganz prima. Aber durch diese sehr komplexe Bewertung durch Ihre Experten kann ich mir doch auch vorstellen, dass da gelegentlich mal der Daumen nach unten zeigt. Das kann durchaus passieren, ja. Das kann durchaus mal passieren. In erster Linie sind wir zwar zielorientiert und lösungsorientiert und versuchen, eine Lösung darzustellen, aber am Ende des Tages muss man schon sagen, ist es machbar, ist es darstellbar oder nicht. Und dann kann durchaus auch mal eine, ich sag mal, ein Projekt für uns nicht darstellbar sein. Aber dann werden wir mit dem Partner relativ früh in dieses Gespräch auch reingehen und signalisieren, wir stehen leider nicht zur Verfügung, damit er auch eine weitere Planbarkeit hat. Okay. Kurze Bitte an die Technik. Könnt ihr mir die Fragen komplett einblenden, weil die etwas länger sind? Hier unten gibt es immer noch die Funktion Zeige mehr. Wunderbar. Nächste Frage. Entstehen keinerlei Kosten für den Kunden vor der Inbetriebnahme, keine Vorfinanzierungskosten aufgrund der Abschlagszahlungen an den Lieferanten? Ich glaube, das haben wir das eben nicht schon beantwortet, dass wirklich Sie treten in die Zahlungsverpflichtungen ein und der Kunde die Laufzeit, die ersten Zahlungen für den Kunden beginnen, erst wenn die Anlage fährt. Ganz genau, ganz genau. Gut. Nächste Frage. Die Technik entwickelt sich rasant weiter. In 6 Jahren ist das, was heute Stand der Technik ist, wahrscheinlich Steinzeittechnologie, speziell die Software. Wie wollen Sie diese veralteten Geräte weitervermarkten? Spannende Frage. Stimmt, wir haben es ja gestern schon von Jan Drömer gehört, als Mitglied im Vorstand FTS-Fachgruppe im VDMA. Früher war es eine Maschine mit Software, heute ist es Software mit einer Maschine. Das Thema ist ja ein ganz virulentes. Ja, absolut. Also die Software ist sicherlich der Bereich, der weiterentwickelt wird, auch in Zukunft. Die Vermarktbarkeit hängt natürlich auch sehr stark von der Software auch ab. Und dementsprechend schauen wir dann,
entweder A, durch bestehende Vendor-Partner, die wir haben, inwiefern wir die Software auf den aktuellsten Stand bringen können und schauen dann natürlich auch mit unseren Experten, die für das Remarketing zuständig sind, ob wir diese Geräte, die wir dann mit neuer Software selber versehen können durch Gesellschaften, die dafür zuständig sind, um dann, ich sag mal, in die Verwertung wieder reinzugehen. Aber sicherlich haben Sie recht, Software wird sich weiterentwickeln, da wird sich was tun in dem Bereich, aber da haben wir auch ein Auge auf den Markt und schauen, dass wir da eine Lösung finden. Kann natürlich wirklich jetzt, ich mache mal dieses ganz schreckliche Beispiel, jetzt funktioniert das mit dem Software-Update nach 6 Jahren nicht mehr. Der Hersteller hat keine Lust mehr, seine alten Rechner nochmal abzudaten, dass man sagt, Mensch, jetzt bleibt die Software des Systems eigentlich auf dem Stand, den es hat vor dem Austausch und es lässt sich nichts weitermachen. Das schlägt sich dann natürlich im Preis für die Weitervermarktung vor. Dass die Software nicht mehr auf dem aktuellsten Stand ist, heißt ja nicht, dass das Gerät nicht unter Umständen nicht noch tadellos funktioniert. Ja, genau. Aber ein gewisses Risiko, Herr Bachmann, als Finanzierungsgesellschaft haben Sie. Und dementsprechend daraus lernen wir natürlich auch und können auch den Markt ganz gut einschätzen. Aber generell sind wir natürlich in der Lage, irgendwo Lösungen irgendwo versuchend herbeizuführen. Und das ist unser Antrieb. Und dementsprechend schauen wir immer positiv in die Zukunft. Und auch wenn die Software-Technologie sich weiterentwickeln sollte, trotzdem werden wir uns nicht vor diesem Gebiet irgendwo verschränken und nicht sagen, dass wir dahin weiterhin finanzieren wollen. Also das ist unser super. Also klasse, kurzum mutig. Nächste Frage. Jetzt geht es aber schon so ein bisschen ans Eingemachte. Welche Optionen gibt es für Unternehmen, die nach IFRS bilanzieren, aber FTS-Nutzung nicht aktivieren möchten, in Klammern IFRS 16? Damen und Herren, diesen Ball spiele ich gerne als Moderator rüber zu den Fachleuten. Also da gibt es tatsächlich die Möglichkeiten, das ist das, was ich vorhin ansprach mit der detaillierteren, nutzungsbasierten Finanzierungslösung. Ob das jetzt Pay-per-Use, Pay-per-Hour, Pay-per-Click, Pay-per-Pick, das sind alles Optionen, die im Detail entwickelt werden. Das ist natürlich ein sehr komplexer Prozess auch, weil gefühlt muss man da 7, 8 Wirtschaftsprüfer, unterschiedliche Wirtschaftsprüfer mit reinnehmen, um nachher auch wirklich die Off-Balance-Möglichkeit für den Kunden bestätigt zu haben, wobei die letzte Prüfung obliegt dann auch immer dem Kunden. Aber da arbeiten wir sehr stark dran. In den USA und in UK sind wir da sogar schon ein Stück weiter. Wir haben uns aufgrund der Komplexität da speziell auf 2 Länder erstmal konzentriert für diese Weiterentwicklung, um es dann nachher, wenn das Grundkonzept steht, das dann auf die einzelnen lokalen Anforderungen runterbrechen zu können. Also in USA und UK gibt es das schon. In Deutschland können wir damit im Moment noch nicht in ganzer Breite dienen. Scheint aber mit Sicherheit, so schätze ich, DLL ein, auf der Agenda von Ihnen beiden zu stehen. Ja. Ich denke, jede Gesellschaft, die dort in dem Bereich tätig ist, hat das Thema irgendwo auf der Agenda drauf. Ja. Okay. Ja, es ist halt ein Thema seit 2019, seitdem sich die Bilanzierungsregeln geändert haben, ist es halt ein großes Thema, was jetzt auch immer mehr auch ins in die Gedankenwelt der Unternehmen reinwandert. Ja, also es ist etwas, wo wirklich akut dran gearbeitet wird, um so schnell wie möglich da die entsprechenden Lösungen anbieten zu können. Sie haben eben im Nebensatz, das war für mich ein ganz wichtiges Stichwort, weil wir hatten das auch schon mit Jan Drömer vom VDMA, das Thema, dass sich Nutzungskonzepte ändern. Wir haben einmal natürlich jetzt aus Ihrem Bericht das Thema, die Leute möchten nicht mehr kaufen, sondern nur noch besitzen. Jetzt kommen wir zu dem, was Berit Schwager gesagt hat. Die möchten eigentlich nur noch nutzen. Die sagen, das FDS bewegt heute 13 Paletten und diese 13 Paletten, die dürft ihr mir in Rechnung stellen. Das muss ich in der Anlagenfinanzierung, in der Leasingrate niederschlagen. Sind das zum heutigen Zeitpunkt schon Ansätze, die sich in der Vertragsgestaltung realisieren lassen? Das ist das, was ich gerade sagte. Das ist dieses Pay-per-Click, Pay-per-Pick. Mhm. Die Konzepte, die wir in Amerika und in UK jetzt, lass mich lügen, schon anbieten. Ne? Ja, also das sind da, Pilotländer bei DLL. Und wir erwarten eigentlich in Kürze, dass wir auch in den anderen Ländern da dann mit den lokalen Anpassungen entsprechend der Anforderungen, die dann bestehen, auch da losstarten können. Denn der Bedarf ist da.
der Bedarf ist. Da mache ich jetzt einfach Eigenwerbung. Da bleiben wir natürlich im ständigen Dialog, auch mit Ihrem Hause, dass wenn das soweit ist, werden wir das natürlich in der FTS AGV Facts sowohl online als auch geprintet verfolgen. Denn das sind sicherlich Themen, die wir jetzt auch in unsere Arbeit als Redakteure mitnehmen, weil das einfach spannende Themen sind. Das ändert sich sehr, sehr viel. Und wir haben das ja auch vorher im Vortrag von Still gemerkt, welch großen Spielraum das Thema Leasing auch im Hause Still, die ja nun wirklich als Hersteller die Hardware auf den Hof stellen, spielt. Ganz spannendes Thema. Ihnen beiden an dieser Stelle aus Mannheim ein herzliches Dankeschön. Ich freue mich darauf, dass Sie jetzt in der Breakout-Session noch etwas zu tun haben. Wir starten jetzt mit unseren Videoeinspielungen und ich bedanke mich beiden, dass Sie nach Ihren Geburtstagsfeierlichkeiten, die vermutlich nicht so üppig Corona-bedingt haben ausfallen können, sich heute zu uns geschaltet haben. Vielen, vielen Dank. Und wir bleiben im Dialog, sobald sich da zum Thema Pay-per-Click, als das mal als einen ganz konkreten Ansatz zu nehmen, was tut. Nochmal herzlichen Dank. Viel Spaß jetzt beim Beantworten und jetzt schauen wir uns erstmal die Videos an. Gruß in die beiden Homeoffices. Vielen Dank. Danke auch von meiner Seite. Danke.